Trainer, wieder steht ein Flutlichtspiel am Freitagabend auf dem Plan. Ist die Freude groß? Die Freude ist sehr groß, weil wir uns beweisen wollen, weil wir den Zuschauern jetzt auch ja, was bieten wollen und dass wir endlich auch mal unseren Sieg einfahren. Ist die Anspannung auch sehr groß? Letztendlich 5 Spieltage vor Schluss wird sie wahrscheinlich mit Tag zu Tag steigen, oder? Ja, man merkt das schon. Also die Mannschaft ist ziemlich gelassen noch. Also die ist gut bei der Sache, die sind konzentriert. Spaß ist auch immer wieder dabei. Aber man merkt schon jetzt auch bei uns selber im Umfeld, dass es jetzt doch als Eingemachte geht. Kommt mit Aue die aktuell stärkste Mannschaft der Liga zu uns? Ja gut, sie sind total gefestigt, sie sind eingespielt, sie sind ja, sehr zweikampfstark, physisch stark, sehr, sehr effektiv auch. Und ja, sie kämpfen eben immer noch um ihr Ziel. Und bei Dresden, sage ich mal, denke ich mal, dass sie am Wochenende ihren letzten Punkt holen. Und deswegen zurzeit ist Aue mit der stabilste. Macht das ist besonders schwer für den Trainer, die richtige Marschroute zu finden? Grübelst du mehr als sonst? Ja, diese Woche grübel ich doch schon eine ganze Menge mehr, weil sich uns auch langsam mehr Alternativen bieten. Ein paar Spieler sind zurückgekommen und ja, es geht ums Eingemachte und wir wollen und müssen unbedingt jetzt auch die Punkte holen. Du hast die Spielerlage angesprochen. Wer ist wieder da? Was macht die Hoffnung, wer zurückkehrt? Ja, Thorsten Oerl trainiert die ganze Woche mit. Dafür hat sich aber Daniel Wein verletzt. Fabian Franke ist ein bisschen angeschlagen auch. Ole Burg hat es versucht, ist aber jetzt hat es doch nicht geklappt die Woche. Aber wie gesagt, wir sind 18 Feldspieler schon und das hört sich schon mal ganz gut an. Was macht man in so einer Woche nach einem 0:0, wo man vielleicht nicht weiß, was ist ein gewonnener Punkt, was sind verlorene Punkte? Wie gehst du psychologisch mit den Spielern? Ja gut, das beginnt schon nach dem Spiel. Ja, man ist selber auch erstmal ein bisschen sprachlos, weil uns das Quäntchen Glück einfach gefehlt hat. Aber wir haben das auch gleich angesprochen, wir haben die Videoanalyse gemacht, wie sie zweite Halbzeit aufgedreht haben. Im Endeffekt, zwar nicht alles schön, also es war jetzt nicht so gut wie Kiel, aber wir haben auch gegen Magdeburg gespielt. Wir haben 90 Minuten, denke ich mal, auch bis zum Schluss immer um den Sieg gekämpft. Und das haben wir den Jungs gezeigt, dass sie es eben drauf haben, auch eben über einen längeren Zeitraum Tempo-Fußball zu spielen. Genauso auch mit den Standards. Die müssen jetzt natürlich effektiver werden, aber wir haben eine ganze Menge rausgeholt und die kriegt man nicht geschenkt. Die kommen auch durch Dribblings und durch Pressing. Kann man Effektivität lernen? Kann man das üben im Training oder muss das einfach mal funktionieren? Ja gut, ich denke mal, das ist dann auch irgendwann mal eine Blockade. So, und wenn ich an den Kopfball denke von Petzo gegen Magdeburg, den man ihm gewünscht hat und uns allen gewünscht hat, dass der reingeht, dann geht es nachher vielleicht von alleine. So, aber das müssen wir ihn erzwingen. Und eine Effektivität, das ist auch eine Konzentrationssache, das ist auch der letzte Wille, den über die Linie zu drücken. Aber ich denke mal, wir sind dort auf dem richtigen Weg.